Ja, servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin der Sascha und ich grüße wie immer euch da draußen, alle Tesla-Fans. Ja, sagt's einmal Leute, es geht wieder Schlag auf Schlag bei Tesla. Ein weiteres Software-Update steht an, 2024.32. Und wir hatten ja vor kurzem erst ein Software-Update, das große Sommer-Software-Update. Und jetzt folgt schon wieder zeitnah ein neues Update. Das soll auch wirklich bald an alle Nutzer ausgerollt werden. Und um was geht's in diesem Update? Ja, um die Navigation. Leute, das ist doch richtig geil und deswegen feiere ich Tesla. Wir nehmen am Leben dieses Autoteils. Es steht nicht leblos in der Garage, Jahr ein, Jahr aus. Wir haben nicht ständig das Gleiche. Nein, unser Auto verändert sich permanent. Woche für Woche neue Features. Mal gut, mal weniger gut. Mal interessant für den einen, mal interessant für den anderen. Nicht immer ist das Passende dabei. Aber trotzdem, Leute, ein Auto Tamagotchi. Es füttert uns mit Features und wir füttern das Auto mit Strom, wenn wir Gas geben. Und wir haben hier quasi ein Top-Zusammenspiel zwischen Ross und Reiter. Das macht doch richtig Spaß. Also, Navigation steht an. Leider nicht alle Features dieses Software-Updates stehen für Deutschland zur Verfügung. Hier zum Beispiel wäre ein interessantes Update zum Thema Baustelle in der Navigation. Baustellensymbole gibt es in der Welt schon länger, nur nicht in Deutschland. Jetzt kann man das Ganze noch feiner analysieren auf dem Display. Man kann noch genauer feststellen, wo sich die Baustelle befindet und kann dann großräumig das Ganze natürlich umfahren. Leider steht es nicht für Deutschland zur Verfügung. Was allerdings nach Deutschland auf alle Fälle kommen wird, ist die Eingabe eines prädiktiven Textes, wenn wir hier im Navi bei Navigieren jetzt zum Beispiel Omaha Beach eingeben, wo ich letztens erst war, kommen dann weitere Informationen gleich raus, gleich werden die mit angezeigt, nach Sehenswürdigkeiten und so weiter, nach Informationen dieses Ortes, was hier alles in der Nähe ist. Sehr interessant. In diesem Zusammenhang kommt dann auch, ihr kennt es vielleicht das von Google Maps, hier suchen. Wenn man reinzoomt in die Karte, können wir für diesen Ausschnitt dann zum Beispiel nach Hotel suchen. Das wird auch jetzt hier bei unserem Auto möglich sein, wenn wir hier reinzoomen und dann eingeben, ja, keine Ahnung, Hotels, dann kommen hier für diesen Ausschnitt dann auch dementsprechende Informationen raus. Also, das Ganze ist sehr, sehr gut. Da werden sich wieder, ja, viele drüber freuen. Und noch dazu kommt eine weitere Neuerung im Zusammenhang mit dem App-Update 4.35. Also das müsst ihr mindestens drauf haben in eurer Tesla-App. Und dann könnt ihr übers Auto festlegen, wann eure Reifen zum Beispiel gewechselt werden müssen. Wann ihr eure Reifen rotieren wollt. Das kann man alles festlegen, je nach Kilometer. Alles spezifisch so, wie ihr das haben möchtet. Und man kann dann diese Daten über die App abrufen. Ihr werdet informiert, wann es soweit ist, wann ihr eure Reifen umwechseln müsst oder wann ihr einen kompletten Reifenwechsel haben möchtet. All das jetzt in Verbindung mit dieser App möglich, mit der Tesla App Version mindestens 4.35. Ja Leute, weitere neue Features für unser Auto. Ich finde es wie immer spannend. Kanal abonnieren nicht vergessen. Es geht hier immer weiter, immer weitere News von Tesla. Danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Servus.